Senf als Zwischenfrucht. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, Senf gehört auf die Wurst und nicht auf den Acker. Senf ist beliebt, weil es billiges Saatgut ist und er zügig wächst und er keine großen Ansprüche an die Aussaatbedingungen stellt. Ob nach grober Saat, Flugsaat oder einfach nur gestreut, Senf ist schnell und leicht zu etablieren. Senf gehört zu den Kulturen, die am schnellsten wachsen und deshalb sehr gute Unkrautunterdrückung erzielen. Aufgrund des schnellen Wachstums ist der Senf aber auch sehr spätsaatverträglich. Keine andere Kultur kann Anfang September noch zu einem vernünftigen Bestand so gut etabliert werden wie der Senf. Senf sammelt im Herbst sehr gut Stickstoff, was die Wasserwirtschaft freut. Allerdings müssen wir bedenken, dass er in den Blättern ein sehr enges CN-Verhältnis hat, sodass, wenn die Blätter abgefroren sind, der Stickstoff sehr schnell freigesetzt wird. Auch Gasen bei Frost, dadurch, dass die Blätter Senföle enthalten, größere Mengen an Stickstoff aus. Das ist bei Senf ungefähr doppelt so viel als bei anderen Kulturen. Der Stängel als solches hat ein sehr weites CN-Verhältnis. Das hat zur Folge, dass der Stickstoff hier sehr langsam freigesetzt wird. Das heißt, die Stickstoffeffizienz des Senfes ist nicht besonders gut. Der aus den Blättern kommt sehr früh, der aus den Stängeln sehr spät. Die Wurzelmasse beim Senf ist im Verhältnis zu anderen Pflanzen geringer. Auch muss man wissen, dass der Senf seinen Phosphorbedarf nicht über die Förderung der Mykorrhiza im Boden erhält, sondern den Weg der Absenkung des pH-Wertes im Bereich der Wurzel nimmt. Der Senf säuert den Boden im Umfeld der Wurzel an und löst so für sich den Phosphor. Aufgrund des geringen Feinwurzelanteils hinterlässt der Senf keine besonders gute Bodengare im Frühjahr. Im Idealfall enthält die Zwischenfruchtmischung Gräser, Leguminosen und auch Kreuzblütler. Und diese Kreuzblütler können zu einem kleinen Teil dann auch Senf sein.